Ja, Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Format von mir. Ja, Freunde, ich starte heute das neue Format Spieltagsprognose. Ich spiele mit dem FC von Spieltag zu Spieltag und schauen dann am Ende, wie wir am Ende der Saison abgeschnitten haben. Und ja, Freunde, ich habe jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal jetzt hier aufgenommen. Davor mit Dresden. Ich habe auch wirklich 6 oder 7-0 davor gewonnen. Leider hatte ich immer wieder Probleme gehabt mit der Aufnahme. Mein Aufnahmegerät ist leider über. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt hier klappt. Auf jeden Fall nicht nur Dresden, sondern Holstein Kiel habe ich davor gemacht und Duisburg auch davor. Ich glaube 3 waren das, ja, keine 4, 3. Ja, ich hoffe, dass es jetzt diesmal klappt. Wir spielen jetzt auswärts in Darmstadt. Wir haben eigentlich eine gute Bilanz in Darmstadt immer gehabt. Wir haben zuletzt, glaube ich, in der ersten Liga 6:1 gewonnen. Und ja, Freunde, wir sind jetzt erstmal in der Aufstellung hier. Wir gucken gerade, wie wir hier spielen lassen könnten. Normalerweise könnten wir das so lassen. Das ist ja wie in der letzten Runde so gewesen. Und ja, ich glaube, Özcan war Ersatz. Schau mal auch. Der 8. Wer hat denn nochmal für. Achso, ja, genau. Wir haben ja mit 2 Spitzen ja jetzt gespielt. Muss ich noch mal kurz die Aufstellung ändern. Ich will das jetzt auch mal ausprobieren, ob das klappt. Das wäre nämlich sehr gut. Oh Mann. Machen wir so. So. Hier Drexler, Schaub kommt hier hin. Schaub kann ja eigentlich auch, ja. Wir können das eigentlich jetzt so lassen. Ich würde sagen, wir starten los. Wir sehen uns zum Anschluss wieder. So, Freunde, und da sind wir auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Vorher muss ich noch mal kurz diese Hilfe da weg ausblenden, weil das brauche ich jetzt nicht. So, Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, wir können das gewinnen. Und da sehen wir mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Ja. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, so, das wenn ist man da eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Schauen wir kurz auf die erste Elf. Also Schaub habe ich jetzt doch noch rechts zentral getan statt links. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Innen reinziehen müssen. Die Gäste zuletzt mit offensiv. Auf jeden Fall war das jetzt gestern. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Ich habe wirklich. Und schöne Zuspiel. Hereingabe. Der letzten Aufnahme auch. Den hat er gut erwischt, gespielt, aber leider ist die Aufnahme daneben gegangen. Ja. Ich finde es schade. Ich habe, glaube ich, wirklich 6 oder 7-0 gewonnen. Und das Ergebnis war ja genau so wie gestern gewesen. Nur halt ein, zwei Tore mehr, aber Höger. Ich finde es schade. Ich hoffe, das klappt jetzt diesmal. Und ja. Cordoba. Schöner Pass. Höger. Der Risse ist das auch schade. Weiter gefährlich. Jetzt nochmal Schaub am Ball. Schaub. Klar. Marco Höge, Chance zur Führung. Jawohl, da ist auch schon das 1:0, was für ein komisches Tor. Aber wir sind jetzt in der Führung. Marco Höger mit dem 1:0. Freunde, lasst schon mal jetzt einen Daumen nach oben da, das habe ich leider vergessen zu erwähnen. Wenn es euch bis jetzt hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, Freunde, wir sind jetzt in Führung. Und hoffen, die Führung jetzt weiter auszubauen. Solo. Wir spielen übrigens, wie nochmal kurz erwähnt, mit 2 Stürmern. Und mal gucken, wer ein Tor mehr schießt oder ein Tor weniger schießt. Höger. Da ist auch Schaub schon wieder. Und da ist leider sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. So. Drexler jetzt nochmal. Wurz. Also Darmstadt. Schaub. War ja letzte Saison in der ersten Liga, aber
Konnten, glaube ich, nicht so gut die Klasse halten. Toller Pass. Da ist noch Drexler am Ball. Drexler. Oh, schade. Cordoba, und da ist das 2:0. Jawohl. John Cordoba. Auch gestern zweimal getroffen und wahrscheinlich wohl sein viertes Saisontor jetzt. Das ist, was man sehen möchte. Den Durchbruch, ja, der hatte eine Krise gehabt, wir wissen es alle, aber wir hoffen, dass es wieder wird und nicht immer drauf rumgehackt wird. Auf jeden Fall John Cordoba mit dem 2:0. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Der Drexler am Ball. Ein Distanzschuss, ah, schade. War aber kein guter Distanzschuss. Bei diesem ungefährlichen Ball. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Jones. Und das ist ein Ball für einen Torhüter, gar kein Problem. Oh, jetzt Drexler wieder am Ball. Höger, Terodde, Cordoba, komm schon, Drexler. Ja, pass auf, Risse. Und das ist 3:0. Jawoll! Marcel Risse mit dem 3:0. Mit dem Jimbom-Jubel. Aslan. Den Spielzug haben sie wunderbar zu Ende gespielt und dem Torhüter keine Chance gelassen. Und am Ende ist der Treffer dann auch nur noch Vorsatz. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit auch schon aus das Fangesänge, wenn ich hier von der jetzt Roma von der Entscheidung spreche. Schopp. So, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ach ja, Freunde, übrigens habe ich nicht auf Fleisch oder Halbprofi, also ist das, glaube ich, auch Profi eingestellt. Den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Ah, jetzt schade. Schießt er. Ganz stark abgeblockt. Wir müssen auf jeden Fall den ersten Platz wieder zurückholen. Was in Hamburg passiert ist. Genau, und Hamburg habe ich auch Schock aufgenommen. Wirklich. Ich habe aber leider das Ergebnis vergessen. Das waren jetzt doch noch 3-4 Spiele. Wir müssen definitiv auf jeden Fall den ersten Platz jetzt wieder zurückholen, den wir an Hamburg abgegeben haben. John Cordoba. Und ja, also Simon Terodde. Ah, schade. Fairer Einsatz hier. Kempe, Heller. Voller Einsatz hier, sie haben den Ball. Jetzt haben sie den Ball. Terodde jetzt am Ball. Das könnte die Gelegenheit geben. Ach, schade. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Sehr guter Einsatz. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da haben sie jetzt Platz. Der landet beim Keeper. Terodde. So, Hector am Ball jetzt. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Terodde. Er schießt. Ah, schade. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Das ist jetzt eine Chance. Oh, Heller. Sehr gute Chance bis jetzt von Darmstadt gewesen. Marcel Heller, den kennt ja, glaube ich, jeder. Höger. So, komm schon, Cordoba. John Cordoba. Ah, schade. Es gibt hier Einwurf. Heller. Wurz. Kempe. Ah, schade. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Kempe. So.
Also ich will allmählich mal das nächste Tor. Ah, leider ist Halbzeit. Freunde, wir sehen uns wieder zum Anschluss der zweiten Halbzeit. Das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3. So, Freunde, und da sind wir auch schon zur zweiten Hälfte. Ich zur bin gespannt, zweiten Halbzeit angekommen. So es steht 3:0 für uns. Es sieht sehr gut aus. Und ich hoffe, dass wir auch nächste Woche dieses Ergebnis schaffen können. Und ja, da war jetzt eine Flanke und ein Drexler leider nicht getroffen. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Kempe. Und das ist der Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt die Chance. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Oh, komm schon. 4-0 will ich haben. Córdoba. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Also das sieht nicht gut aus. Ah, der bleibt. Höger. Terodde. Toller Pass. Auf außen ist Platz. Schöne Flanke. Ah, Mist, er hat zu viel gefummelt da. Klasse vom Verteidiger, den hat er super geklärt. Risse. John Córdoba. Marcel Risse. Da können Sie erstmal klären. Ich glaube, Terodde hat gar keinen Torschuss, kann das sein? Das gibt Einwurf. So, Ecke für uns. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Oh Mann. Robuschi, wir haben den Wechsel bei Darmstadt. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass. Ah, schade, da war einer dran, da war einer dran. Oh. Kommt jetzt die Flanke rein. Hereingabe jetzt. Schade. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr. Jetzt wieder mal eine Ecke von Luis Schaub. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Da kommt die Ecke. Ah, Mist, ey, da war. Super rausgeholt, den Kopfball. Da war dran, aber leider. Alle daneben. Da kommt schon Terodde. Terodde. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Nein, das sieht nicht gut aus. Schöne Aktion. Nein. Ah, oh, sehr schön verteidigt, Benno Schmitz. Situation bereinigt. Da passt er auf und hat den Ball. So, langsam müsste mal auch ein Wechsel gleich stattfinden. Ich glaube, Girassi wäre eine Option. Robuschi, wir haben oder den Wechsel Horn. Bei Darmstadt. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Ah, kein Abseits. Schöner komm. Pass. Ah, Mann, ey. Es geht manchmal um Cosiello. Zehntelsekunden. Na komm, tun wir Cosiello mal rein. Und deswegen steht er im Abseits. Da ist auch schon Kausel mit der ersten Ballerobung. Ah, schade. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ah, Mist. Ja. Abwehr hat aufgepasst. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Jones. Dieser Durstum kommt mir bekannt vor. Hat der nicht Fortuna Köln gespielt? So. Den habe ich glaube ich in Köln mal gesehen. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Córdoba. So, Marcel Risse, super Marcel Pass. Risse. Und jetzt die Chance. Ah, komm. Gute Flanke. Ah, Mist, ey. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Da vergeht viel Zeit. Sie kommen einfach nicht an den Ball und die Fans sind überhaupt nicht zufrieden. Ey, das war ein Foul. Oh, der gewinnt das war ein Foul gerade. So, ich wechsle mal gerade. Ich möchte Girassi drin haben. Und wir könnten mal den Bissek spielen lassen. Ja. Ja, komm, hol mal Córdoba raus. Und den Bissek will ich spielen lassen. Für Mire. Dann haben wir wenigstens zwei lange Riesen. Der Innenverteidigung, weil dieser Bissek, der gefällt mir wirklich. Guter Verteidiger, wechseln. Den ich auch in der Amateur bei den Amateuren Höger. Gesehen habe. Marcel Risse. Jetzt könnte er flanken. Jetzt vielleicht. Ach, schade.
Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Marco Höger, Marcel Risse. Komm schon, Terodde. Ah, schade, ey, Mann. Da haben sie fast ein weiteres Tor erzielt. Knapp vorbei. Girassi und Bissek sind jetzt drin. Risse. Ja, komm schon. Risse, kommt Terodde. So, erstmal geklärt nach dieser Eingabe. Marcel Risse. Schmitz. Jetzt Schmitz. Könnt er den Ball reinbringen. Komm, ah, Mann, ein bisschen Chance. Zu viel. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht. Ist hektisch gut, kann man zufrieden sein mit dem Spiel, aber ich hätte gerne noch ein Tor gehabt. Zulu. Komm schon. Komm schon, Terodde. Komm. Ah, Mann, ey. Also Darmstadt verteidigt momentan sehr gut. Der erste FC Köln mit dem Einwurf. Terodde. Terodde. Ah. Kein Problem für den Torhüter. Höger. Ah, Mann, ey, ich glaube, da hat es mal abgefälscht, oder? Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Die Ecke kommt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faust mit dem Ball. Oh, ein berechtigter Freistoß. Kein Jubel, kein Gesang, nichts kommt mehr von den Rängen. Ja, die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel und die Fans lassen sich jetzt davon anstecken. Dabei braucht er schießt. Das war auch eine gute mit Chance. Dem Ball hat er gar keinen gewesen. So, ich will noch ein Tor schaffen, regulär Leute. Ich will es noch schaffen. Terodde. Schöner Pass. Terodde. Ah, Mann, ey, ich weiß gar nicht, was gerade wer geschossen hat. Achso, Girassi hat geschossen, ne? Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Sicher vom Torwart, gut gemacht. So, Freunde, wir kommen zum Ende. Leider haben wir noch kein Tor geschafft, aber... Wir können durchaus zufrieden sein. Wir haben gewonnen mit 3:0. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ist aber noch nichts abgepfiffen. Ich glaube jetzt. So, Freunde, wir haben gewonnen mit 3:0 bei SV Darmstadt. Und ja, Freunde, mehr ist da eigentlich nichts zu sagen. Wir haben die 3 Punkte jetzt mitgenommen. Wir hoffen es auch, dass nächste Woche die 3 Punkte mitgenommen werden. Und ja, Freunde, wenn euch das Ganze bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du noch kein Abonnent bist und dir das auch alles gefällt, lass gerne ein Abo da. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Spieltag-Prognose. Oh, Mission Wiederaufstieg, wir schaffen das alle. Und bis dann, euer Khalid, ciao.